Die dicke. Ich meine die große. Solange sie nicht wieder runterkommt, ist alles gut. Hat die das gar nicht gecheckt? Naja. Warum laufen wir der großen Riesendame eigentlich hinterher? Ich meine, ich kann verstehen. Sexy, aber. Bitte. Die Frau ist eine Vampirella. Und dass die eigentlich gar nicht mitkriegt, dass wir hier alles auseinandernehmen, ne? Okay, einmal Map. Aha. Oh. Wir haben aber einige Türen. Was hast du mit meiner Tochter gemacht? Ich? Gar nichts. Da brauchen wir wieder einen Schlüssel. Wir nehmen einfach mal die Map mit. Weil, ja. Weshalb eigentlich? Keine Ahnung. Ich mach erstmal Lüften. Meint mal ihre Tochter? Wer war ihr Mann? Oh nein. Blade Vibes. Nur Schießpulver? Ich könnte ein paar neue Knarren gebrauchen. Wie war's das hier schon? Okay. Nichts. Stimmt, wir können ja noch ein bisschen hier alles kaputt machen. Kaputt machen, kaputt schlagen. Oder auch nicht. Oh, hier haben wir noch ein Fenster, was wir kaputt machen können. Immer kaputt machen. Man weiß nie. Aber trotzdem habe ich irgendwie so das Gefühl, dass wir gleich, ne? Die ist hier drinne. Es geht gar nicht anders. Ist das eine Toilette? Ich will nicht in dieses Wasser gehen. Ich werde wahrscheinlich müssen. Hä? Kriege ich auch Hinweise? Irgendwie. Ich will. Moment. Das muss doch bestimmt. Weil die bieten was an. Und zwar ihr. Okay, das ist. Das ist Wein. Das wird auch ihr angeboten. Aber da sie einen Krug hat, würde ich sagen, sie muss in diese Richtung gucken. Aber in welcher Rolle spielt er damit? Moment, da ist doch eine Tafel, da steht doch bestimmt die Lösung. Die Frauen sind blind für die Avancen der Männer, während die Armeen ihr Glück in die Hand nehmen und ihrem Herrn die Früchte ihrer Arbeit überreichen, sodass bald Wein fließen wird. Die Frauen sind blind für die Avancen der Männer. Okay. Die Frauen sind blind für die Avancen der Männer. Das hier sind die Männer. Was? Während die Armen ihr Glück in die Hand nehmen und ihrem Herrn die Früchte ihrer Arbeit überreichen.
Das da hinten ist ein Heer. Also müssen die in diese Richtung glotzen. Nein, falsch. Ah. So. Die Armen und ihrem Herrn die Früchte ihrer Arbeit überreichen, sodass schon bald Wein fließen möge. Das heißt, er muss in diese Richtung glotzen. Ha! Ha! Ach du Scheiße. Merkt's euch? Wow, 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 wow. Aber wenn sie hier runtergegangen ist, dann müsste doch eigentlich auch das ganze Blut ablaufen. Vor allem, wo ist das hingelaufen? Okay, seitlich, ja. Never mind. Aber wenn sie muss ja auch hier irgendwo. Oh shit. Aha! Ziege! Oh, I bet. Ach du Scheiße. Ja, ich glaube, das ist ein komplett falscher Ausdruck. Oh, no, 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 no. Ah, hier geht's weiter. Meine Herren, erschreckt mich doch nicht so. Problem? Meine Güte. Flintenmunition, perfekt. Schnauze! Sieh ich aus, als wenn du mich anknabbern darfst! Nein! Und, Alter! Du! Piss! Bratsche! Okay, einmal Holy Water, please! Ich sollte sparsamer sein mit dem Holy Water. Meine Herren! Ach Gott, nee. Was sagen, haben wir ein Problem? Boah, ich kriege die neue Herzattacke bei diesem Spiel, ey. Ernsthaft? Öffnen Sie das Inventar. Alles klar. Besser drei Schuss als gar nichts. Einmal bitte nach oben. Aber schneller Aufzug. Ein Kräutchen. Kann ich mir jetzt mal Holy Water mal wieder herstellen? Ich habe nicht mehr viel. Aber flüssige Chemikalie. Eins habe ich noch. Das ist nicht schön.
Alles klar, ich kann da lang, ich kann dort lang. Wo muss ich denn lang? Ich kann in beide... Konnte man hier nicht irgendwo auch... Nein, 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 nein. Oh, scheiße, ich hätte in den Raum reingemusst. Ah, die ganz berühmte Szene, wo man Lady Dimitrescu ein bisschen bespannern kann. Gott, ist die riesig. Gehst du mal ran? Soll ich rangehen? Mutter Miranda, ich muss euch leider mitteilen, dass Ethan Winters diesem Idioten Heisenberg entwischt ist. Weil er in meinem Schloss ist und meine Töchter sich an ihm die Zähne ausbeißen, wenn ich ihn finde. Nein, Mutter Miranda. Ja, natürlich, ich weiß, wie wichtig die Zeremonie ist. Verlasst euch auf mich. Sie ist aber kein Vampir, weil... Oh! Vampir? Zur Hölle mit der Zeremonie! Dieser Mann wird für seine Taten bezahlen! Meine Güte, hat die eine Laune! Warum kann ich da jetzt nicht rüber? Ich will da aber rüber, ich muss noch in den Raum rein. Dankeschön, Spiel! Mist! Jetzt komme ich da gar nicht mehr rein. Da war bestimmt was voll Wichtiges drin. Die Frau hat aber auch Wutanfälle. Mutter rief uns zu sich, um zu entscheiden, was mit dem Vater des Kindes geschehen soll. Noch so ein Familientreffen, als ob die Missgeburt meiner meine Geschwister wären. Allein bei den Gedanken wird mir speiübel. Besonders Heisenberg, dieser Schwachkopf. Selbst die Schweine im Wald haben bessere Manieren. Wenn Mutter nicht dazwischengegangen wäre, hätte ich ihn an Ort und Stelle zerstückelt. Warum nur? Warum behandelt sie mich wie die anderen? Sie gab mir dieses Schloss. Hörige Töchter. Ewiges Leben. Also muss ich doch etwas Besonderes für sie sein. Bin ich nicht etwas Besonderes? Ich brauche einen Drink. Ich habe Lady Dimitrescus Schlüssel. Wo bist du? Nicht hier, siehst du doch. Oh, ein bisschen doof, der Typ. Von der anderen Seite verschlossen. Ja, Gott sei Dank, von der anderen Seite. Shit. Da bist du. All das für ein Kind, das nicht einmal hier ist. Was wollen Sie von... Du undankbare kleine Kröte! Erst kommst du in mein Haus, dann vergreifst du Widerling dich an meinen Töchtern! Und jetzt versuchst du auch noch, mich zu bestehlen? Nein, ich will eigentlich nur weg! Was fällt dir ein? Und ich bin bei Etagen tief. Ruh dich gut aus, denn ich werde dich jagen. Och. Und ich werde dich in Stücke reißen! Ach nö, muss nicht sein. Mach doch, du kannst mich mal. Bin jetzt schon wieder gelandet hier. War ja wieder klar. Flüssige Chemikalie, perfekt. Wir können uns wieder Heilmittel herstellen. Holy Water! Ich habe schon den Ausgang gesehen. Das heißt, sie vergreifen an ihren Töchtern. Hallo, die wollten mich umbringen? Schon mal darüber nachgedacht? Ich habe mich nur gewehrt. Gott, wo bin ich jetzt schon wieder gelandet? Ach du Scheiße. Oh nee. Ich habe so ein ganz böses Gefühl.